Weiter Sprung 83. Eine Gefechtsübung und ein Gefechtsschießen des Panzergrenadierbataillons 72. Guten Abend, meine Damen und Herren. Aus aktuellem Anlass ist der Treffpunkt Hamburg heute zu Gast bei der Bundeswehr. Bis übermorgen, bis zum 1. Oktober also, werden über 50.000 Wehrpflichtige aus der Bundeswehr entlassen. 15 Monate haben sie in Kasernen und auf Übungsplätzen verbracht. Was haben sie in dieser Zeit gelernt? War es, wie viele Kritiker sagen, eine vergeudete Zeit? War es Routine und Gammelei, Langeweile und Leerlauf? Guten Morgen, Bataillon! Augenrede! Aus! Bataillon! Erich! Soldaten des Panzergrenadierbataillons 72! Bataillonsappell in der Röttiger Kaserne in Hamburg-Fischbeck. Auftakt zur Gefechtsübung und zum Gefechtsschießen. Angetreten sind an diesem Morgen 503 Soldaten, davon 300 Wehrpflichtige. Drei von ihnen wollen wir fragen, was sie in ihrer Bundeswehrzeit, die in wenigen Tagen vorüber ist, erlebt haben. Alle drei sind typische Wehrpflichtige. Gefechtsschießen auf dem Truppenübungsplatz Bergen-Hohne durchführen. Da ist zunächst Mike Mörteli aus Hamburg. 20 Jahre alt, Hauptschulabschluss ohne Beruf. Als er vor 15 Monaten eingezogen wurde, kam er ohne Begeisterung zur Bundeswehr, aber auch ohne Vorurteile. Einsatzbereit ist und seinen Auftrag erfüllen kann. Da ist Thomas Meyer aus Stadthagen, 21 Jahre alt, nach der Realschule Fachhochschulreife. Als er eingezogen wurde, hatte er Angst davor, geschliffen zu werden. Aber wie die meisten Wehrpflichtigen hielt er die Bundeswehr für notwendig. Da ist Dirk Schlimm aus Troisdorf bei Bonn, 19 Jahre alt, Abitur. An diesem Morgen beim Appell vor seiner letzten Gefechtsübung und seinem letzten Gefechtsschießen hört er vom Bataillonskommandeur noch einmal, wozu die Bundeswehr da ist. Es geht ganz einfach darum, dass wir zeigen, dass wir kämpfen können. Denn nur wer kämpfen kann, wird jeden Gegner so abschrecken, dass er hoffentlich niemals kämpfen muss. Damit leisten wir unseren Beitrag zur Bewahrung des Friedens in Freiheit. Und dann nach dem Marsch in die Ausgangspositionen beginnt der Ernst der Übung. Weiter Sprung 83. Für Mötteli, Meyer und Schlimm Höhepunkt und Abschluss ihrer Ausbildung. Ein Schützenpanzer Marder bezieht Verteidigungsstellung. Blau verteidigt, Rot greift an. So der Gefechtsplan für den ersten Tag. Die Kompaniechefs weisen zunächst die Zugführer in die Einzelheiten des Gefechtsplanes ein. Oben ist der Bunker, den Sie dort sehen. Mhm. Und da hinter. Dahinter. Da liegt der Kompaniegefechtsstab. Ja, ist klar. Die Zugführer wiederum geben die Befehle an die Gruppenführer weiter. Das wäre die Stellung für den Marder. Eine Wechselstellung. Diese Richtung 50. In den Büschen. Birkenkussel, ne? Ja, Birkenkussel, richtig. Der Befehl ist bei den Grenadieren im Marder angekommen. Der Schützenpanzer bezieht die endgültige Verteidigungsstellung. Im Marder an der Bordmaschinenkanone der Obergefreite Mike Mötteli. Nach der allgemeinen Grundausbildung hat er gelernt, was hier zu tun ist. Sichern der Kameraden im Gelände. Angesichts einer Schützenmulde mag man sich nach dem Sinn des Militärs im Atomzeitalter fragen. Dennoch, eine Studie des Wehrbeauftragten hat ergeben, dass der Zweck der Bundeswehr von den Wehrpflichtigen weitgehend anerkannt wird. Blau verteidigt, Rot greift an. Der Obergefreite Dirk Schlimm ist Funker.
Hier gibt er durch, wo sich der Angreifer zurzeit befindet. Hoppelbibbel? Ja! Funkspruch von Alpha! Bei Juliet plus 7 minus 5 6 feindliche BMP in Stellung gegangen. Plus 7 minus 5! Wenig später greifen die feindlichen Panzer an. Natürlich mit Übungsmunition. Gefechtsübungen sind spannende Ausnahmesituationen im Alltag der Wehrpflichtigen. Nur zweimal während ihrer Ausbildung haben sie die Chance zu zeigen, was sie in der Grund- und Vollausbildung gelernt haben. Während Mötteli und Schlimm ihr Bataillon gegen einen angenommenen Feind verteidigen, fährt Obergefreiter Meier den stellvertretenden Bataillonskommandeur durchs Gelände. Ein angenehmerer Job, der zeigt, dass auch bei der Bundeswehr nicht alle gleich sind. Meier, Mötteli und Schlimm hatten nur noch wenige Tage zu dienen, als wir sie baten, ihre Meinung über die Bundeswehr zu sagen. Schönfärberei hatten alle drei also nicht nötig. Herr Mötteli, wenn Sie sich mal so erinnern, als Sie zur Bundeswehr sollten, damals vor 15 Monaten, da haben Sie bestimmte Vorstellungen und Erwartungen gehabt von der Bundeswehr. Wie war denn das nur in der Wirklichkeit? Ja, ich hatte mir es härter vorgestellt, aber es ist eben nicht eingetreten. Vorstellung. Warum hatten Sie sich es härter vorgestellt? Ja, man hörte eben Dinge, die ihm nicht gefielen. Das ist eben nicht eingetreten. Natürlich positiv. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es auch wieder Dinge, die eben nicht so waren, wie man sich das vorgestellt hat. Was zum Beispiel? Ja, Kameradschaft. Ich dachte, wäre besser. Mhm. Weil der Not gedrungen. Mhm. Aber das war nicht so. Wie war es denn? Naja, wenn das so ging, die Vorgesetzten gegen den war es eigentlich gut. Mhm. Aber so, wenn es jeden Einzelnen betraf, eine Aufgabe, dann hat jeder versucht, eben ja, sein eigenes Heil zu finden. Ja, also ich glaube, da ist es mir gegangen, wie jedem. Mit Sicherheit ein Angstgefühl am Anfang. Man weiß nicht genau, was einen da so erwartet. Man erwartet vielleicht ein bisschen Rödelei, dass man da geschliffen wird und den ganzen Tag im Dreck liegt. Das hat sich bei mir im Grunde genommen nicht bestätigt. Ich bin also dann in den Stab gekommen. Und dort habe ich eben andere Arbeitsbereiche gehabt, als im Gelände irgendwie Dreckarbeit zu machen. Herr Schlimm, in wenigen Tagen sind 15 Monate Wehrpflicht für Sie vorbei. Glauben Sie, dass Sie bei der Bundeswehr irgendwas gelernt haben, was Sie für Ihr zukünftiges Leben gebrauchen können? Ja, da muss man erst mal unterscheiden zwischen den Sachen, die man hier lernt und die Erfahrungen, die man so macht. Also ich muss sagen, ich glaube kaum, dass ich später noch mal Löcher im Wald graben werde oder auf Klappfallscheiben schießen werde. Also was jetzt die konkrete Ausbildung angeht, sehe ich das so, dass das wirklich ganz spezifisch ist nur für die Bundeswehr, aber nicht aufs spätere Leben gesehen. Aber jetzt so die Erfahrungen im Umgang mit Kameraden, Vorgesetzten, glaube ich schon, dass einiges gebracht hat. Was zum Beispiel? Ja, wenn man also die ganze Zeit mit ziemlich vielen Leuten bei einer Stube liegt, dann muss man doch schon aufpassen, dass man sich ausgleicht und ein bisschen die Sachen in den Griff kriegt mit den Leuten zusammen. Bei Vorgesetzten, naja, in der Schule war man zu Kritikfähigkeit erzogen und dann immer zu sagen, was man so meint. Das ist jetzt auch nicht mehr so unbedingt gefragt, sondern mehr mal zu hören und auch das dann direkt auszuführen. Das ist natürlich schon Erfahrung, die man vorher auf keinen Fall gemacht hat. Nachts, 4 Uhr.
Bataillonsgefechtsstand, Befehlsausgabe. So, meine Herren, der Bataillonsbefehl für den Angriff für heute Morgen 6 Uhr. Der Bataillonskommandeur Oberstleutnant Dietrich gibt zunächst eine Lagerorientierung. Der Feind hat nach starken Verlusten den Angriff eingestellt. Ab morgen 6 Uhr soll der Gegenangriff rollen. Nach Nehmen Zwischenziel Fernschlarnberg, darauf einstellen, Übergänge über den Hohebach zu nehmen. Die Panzerschnellbrücke, Herr Westphal, ist Ihnen heute Nacht zugeführt worden und untersteht Ihnen für den Angriff. 6 Uhr morgens. Gegenangriff. Blau gegen Rot. Der Obergefreite Dirk Schlimm ist jetzt seit 45 Stunden ununterbrochen im Dienst. Er beobachtet und sichert. Man versteht, warum der Bundeswehrbeauftragte die 15 Monate Wehrpflicht ein Opfer nennt. Auf der Gegenseite der Feind. Gestern haben sie den Hohebach genommen. Heute im Morgengrauen sollen sie ihn sichern. Sie müssen sich dann doch zurückziehen. Linke Gruppe zurückziehen. Rechter Schütze gibt mit mir Feuerschutz. MG, Feuer! Aus der Luft hat der Bataillonskommandeur das Gefecht am Hohebach beobachtet. Jetzt erscheint er mit drei Schiedsrichtern. Wenigstens bei einer Übung steht der Sieger fest. Blau schlägt Rot. Und so ist es auch an diesem Morgen. Mit Hilfe des Brückenlegepanzers Biber wird der Bach von blauen Einheiten überquert. Der Präzision einer solchen Gefechtsübung kann man sich nur schwer entziehen. Das alles funktioniert nur durch Erziehung zu eigenverantwortlichem Handeln und im entscheidenden Augenblick durch das System von Befehl und Gehorsam. Wie haben Mötteli, Meyer und Schlimm dieses System erlebt? Waren Vorgesetzte, wie es in einer Studie der Bundeswehr heißt, zum Teil engstirnig und unfähig? Welches Verhältnis hatten Sie zu den Vorgesetzten? Wie war das? Befehl, Gehorsam und so weiter? Ja, es war im Vorgesetztenverhältnis. Ne? Man erhält Befehle und muss sie dann eben ausführen. Aber dass die Vorgesetzten unfähig sind, das kann man nicht sagen. Nee. Es gibt also mit Sicherheit Dinge, die man verbessern kann. Mhm. Es gibt das wohl überall. Ja. Aber was würden Sie vorschlagen im Verhältnis Vorgesetzter, Wehrpflichtiger? Was könnte verbessert werden? Ja, dass man in der Freizeit öfter mit ihnen zusammen ist. Mhm. Dementsprechend das Verhältnis verbessert. Das könnte man dann auch eben über den Dienst übertragen. Ich bin mit meinen Vorgesetzten sehr gut ausgekommen. Wir hatten also ein sehr gutes Verhältnis. Also das muss auch wahrscheinlich so sein im Stab. Das ist anders als in der Truppe. Da ist in der Truppe ist mehr auf Befehlsbasis das Ganze. Und im Stab verläuft das mehr partnerschaftlich, weil sich da jeder auf den anderen verlassen muss. Was mich am meisten stört, ist, dass Leute, die ein Jahr älter sind oder zwei, die zumindest die Mittel hätten, ob sie es jetzt tun, ist eine andere Sache, einen legal zur Sau zu machen und dass die eben absolute Druckmittel in der Hand haben. Man kriegt also, wie gesagt, wenn das und das nicht läuft, dann ist das Wochenende gestrichen. Also das ist ein Machtmittel, was immer zieht und das ist dann doch eine ziemlich blöde Situation. Vorgesetztenstruktur und Hierarchie hängt ja ziemlich zusammen mit Formalismus und dem ganzen Kram. Also ich würde sagen, sobald man im Gefecht ist und er sagt, jetzt linke Gruppe, springt über den Weg, ist klar, dass man das macht. Da wird man ja nicht zur Sorge gemacht, das ist ja dann auch egal, das macht man dann auch. Aber alles das, was in der Kaserne abspielt, da muss man doch schon mal sagen, wenn abends einer kommt und die Stühle stehen nicht am Tisch ran. Das kommt selten vor, aber das ist schon vorgekommen. Da muss ich sagen, was hängt damit zusammen, ob die Stühle am Tisch stehen, dass wir den Krieg gewinnen? Jetzt ganz krass ausgedrückt.
Am dritten Tag der Übung, Gefechtsschießen mit scharfer Munition. Richtete. An der 20 mm Bordmaschinenkanone eines Marder der Obergefreite Mötteli. Er ist Richtschütze, das heißt, auch im Ernstfall hat er den sogenannten Feuerkampf zu führen. Entfernung einstellen, zielen, feuern und nach Möglichkeit treffen. Mötteli hat, wie die meisten Wehrpflichtigen, eine Trefferquote von 90%. In Stellung. Feuer. SPZ vernichtet. Schützenpanzer vernichtet. Dieser Satz beschreibt die wichtigste Aufgabe des Obergefreiten Mötteli. Er denkt, wie er sagt, nur selten darüber nach. Richtschütze, Feuer. MG-Schütze zu mir! Während der Obergefreite Mötteli mit scharfer Munition auf feste Ziele feuert, sind andere Soldaten seiner Kompanie im Gelände hinter der Schießbahn. Links eine Balljäger einsetzen, flankiert auf die freie Fläche. Parallelausbildung. Sie wurde intensiviert, nachdem 1980 die sogenannte Gammel-Studie der Bundeswehr erschienen war. Gruppenführer, MG fertig. Parallelausbildung, das heißt in diesem Falle, während ein Teil der Kompanie im Gefechtsschießen ist, übt der andere den geschlossenen Sprung über eine Schneise. Bei der Sonne! Hier! Links am Waldrand auf die freie Fläche sichern! Verstanden! In der Gammel-Studie hatte es geheißen, über 50% der Dienstzeit bestünden aus Leerlauf, Langeweile und Gammelei. An diesem Vormittag war davon nichts zu sehen. Stichwort Gammelei, Gammeldienst. Ja, also Leerlauf gibt es mit Sicherheit schon in der Truppe. Speziell im Stab ist es nicht besonders so, dass großer Leerlauf ist. Wir haben also schon viel zu tun. Bei uns ist es sogar teilweise so, dass am Freitag gesagt wird, ja, wir müssen am Sonnabend arbeiten. Und dann wird eben am Sonnabend gearbeitet. Da kann man nichts machen. Da muss man zu Hause anrufen. Ja, dieses Wochenende komme ich nicht. Man ist dann ziemlich deprimiert und einem stinkt das im Grunde genommen, aber man tut es dann. Man wäre mal froh, wenn man mal gammeln könnte, sozusagen. Man ist mal froh, wenn man Innendienst ist, aber man hat jeden Tag, ist der Dienstplatz voll, wir tun immer was. Manchmal vielleicht ein bisschen Beschäftigungstherapie dabei, aber gegammelt wird nicht. Wenn Sie Beschäftigungstherapie sagen, meinen Sie dann so die doch routinemäßige Wiederkehr gewisser Arbeiten, zum Beispiel putzen, ölen, auswechseln? Ja, putzen, ölen, sagen wir mal Ausbildung, die ziemlich typisch ist, zum Beispiel Waffenausbildung. Also ich würde sagen, wir haben da ziemlich im Griff, aber kommt trotzdem immer wieder. Also steht regelmäßig auf dem Dienstplan, besonders vor Wachen, gehört zur Wachausbildung. Und da wird es doch manchmal schon ein bisschen übertrieben. Ich würde sagen, wenn da eine Studie rauskommt über das Gammeln, dann sollten die Leute doch ein bisschen differenzieren. Und ich sage, die Bundeswehr ist die Bundeswehr, die Bundeswehr ist nämlich nicht die Bundeswehr. Da sind also extreme Unterschiede zwischen den Teileinheiten. Und bei einigen, da kann man wirklich gucken, ob die gammeln. Aber jetzt allgemein zu sagen, hier die gammeln, naja, Institut sind immer intelligente Leute, aber ich muss sagen, die sollten doch ein bisschen gucken, was sie machen. Viel gegammelt worden? Bei uns mit Sicherheit nicht, unserer Kompanie. Kann man sicher nicht tun. Warum nicht? Nun, Dienstplan war wohl reichhaltig. Mhm. Und dementsprechend war das dann nicht so. Man sagt ja, ein Soldat, der putzt und ölt und setzt er in Stand, und das wären so 50% der Dienstzeit. Wie war denn das? Das gehört eben dazu, ne? Man kann nicht immer nur angenehme Dinge des Lebens genießen, sondern muss immer auf die in Kauf nehmen, die nicht so angenehm sind. Zu den weniger angenehmen Dingen bei der Bundeswehr gehört die Nachbereitung nach dem Gefechtsschießen. Nach jedem Schießen muss die Bordkanone des Marder ausgebaut und geputzt werden. Das Waffengehäuse der Kanone muss geölt werden. Technischer Dienst, Routinearbeit. Von diesen Arbeiten ist der Vorwurf abgeleitet, die Bundeswehr sei ein Reparatur- und Putzverein.
Kein Zweifel, in der Bundeswehr müssen die Mannschaften viel instand setzen, auswechseln, putzen und ölen. Der Kommandeur eines Panzerbataillons müsste 5800 Vorschriften kennen, wenn er nicht irgendwann anecken will. Kein Wunder, dass für manche wichtige Themen kaum Zeit bleibt. Zum Beispiel für das Thema Friedensbewegung. Nein, davon merken wir gar nichts. Selbst die Diskussion wird bei uns darüber nicht geführt. Also, das wird außen gelassen. Das betrifft auch im Grunde genommen nicht sehr stark den Dienst. Das wird hin und wieder angesprochen, aber sonst ist mir nichts bekannt. Ja. Wie ist die Einstellung dazu? Teils, teils. 50-50. Allgemein setzt man sich schon mit der Friedensbewegung auseinander. Und was mich da belastet, muss ich sogar sagen, ist die Intoleranz, die einem von den Leuten entgegengebracht wird. Wenn also, was man ziemlich oft hört, sagt, die Leute, die zur Bundeswehr gehen, die wollen den Krieg. Krass ausgedrückt. Wenn sich einer eine Plakette anhängt und damit sagt, ich bin für Frieden, und dann mit dem unterstellt, der keine Plakette anhat, da dafür Krieg ist, so extrem, dann ist das nicht gut. Also es wird einem dermaßen viel unterstellt und ziemlich viel Intoleranz entgegengebracht, obwohl die Leute von der Friedensbewegung für sich natürlich viel Toleranz beanspruchen. Also muss ich sagen, das gefällt mir also überhaupt nicht. Das abenteuerliche Verteidigungsspiel endet ziemlich trivial, mit Panzerwaschen. Auch am Ende der Wehrpflicht wird für Mike Mötteli der graue Alltag stehen. Er wird sich Arbeit suchen müssen. Bessere Zeiten warten auf Dirk Schlimm. Er wird in Bonn Jura studieren. Der Einzige, der für seinen Beruf fachlich etwas gelernt hat, ist Thomas Meyer. Er hat bei der Bundeswehr als technischer Zeichner gearbeitet und will Architekt werden. Keiner von den dreien ist auf den Gedanken gekommen, bei der Bundeswehr zu bleiben. Die Wehrpflicht war für sie, was das Wort sagt, eine Pflicht, die sie auf sich genommen haben. Der Marschweg. Mike Mötteli, Dirk Schlimm und Thomas Meyer haben bestätigt gefunden, was der Wehrbeauftragte so formulierte. Die Bundeswehr entspricht nicht den Klischeevorstellungen, die teilweise noch in der Öffentlichkeit diskutiert werden und mit denen mancher Wehrpflichtige seinen Dienst antritt. Bilder und Eindrücke von 8 Tagen bei einem Bataillon der Bundeswehr. Sie haben, wie ich hoffe, einen Einblick vermittelt in die Arbeit von Wehrpflichtigen und sie tragen möglicherweise zur Urteilsfindung über die Bundeswehr bei. Mehr war nicht beabsichtigt. Links, so, 3, 4, aufgepasst, so, 3, 4. Über 50.000 Wehrpflichtige werden bis übermorgen aus der Bundeswehr entlassen. Fast ebenso viele rücken nach. Die Gefechtsübung Weiter Sprung 83 und das Gefechtsschießen des Panzergrenadierbataillons 72 gingen zu Ende, wie sie begonnen hatten. Mit einem Bataillonsappell. Und natürlich gab es den obligatorischen Sonderurlaub. Ich melde Ihnen das Panzergrenadierbataillon 72 vollständig angetreten zum Schussappell anlässlich des Truppenübungsplatzaufenthalts Bergen. Jawohl, danke schön. Das Bataillon hat sich prächtig geschlagen. Sie alle haben sich mehr als bewährt. Für die guten Leistungen gewähre ich allen Soldaten, die an diesem Übungsplatz teilgenommen haben, 2 Tage Dienstbefreiung. Bataillon! Die stand! Auf das Panzergrenadierbataillon 72, ein dreifaches! Bataillon! Kompaniechefs übernehmen, abrücken!